Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Gold Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um Rezepte, die wir aus Sunwell uns farmen können und die sind tatsächlich relativ gut was wert. Und ja, ich will euch jetzt mal zeigen, wo der Farm ist, was man so an Gold zu erwarten hat und wie das Ganze allgemein funktioniert. Als allererstes befinden wir uns hier einmal kurz vor dem Sonnenbrunnenplateau. Das ist die Instanz, wo wir jetzt gleich reingehen wollen. Das ist eine, ja, 25-Mann-Raid-Instanz. Und ihr seht, wir sind hier ganz oben auf der Insel Quel'Danas. Wie kommen wir dahin? Ihr geht in Boralos in den Portalraum, geht nach Shadrath. Das werde ich euch nachher zeigen. Und dann in Shadrath gibt es quasi einen Porttypen, der euch hier direkt herportet. Also Weg von Boralos aus ist 20 Sekunden mit Ladebalken. Also nicht sonderlich weit. Und sobald wir dann quasi hier auf der Insel sind, müssen wir einmal in die Instanz rein. Ich denke mal, die meisten Leute dürften das schon kennen. Wir machen jetzt hier einen Trash Farm Run. Und da ist es so, dass wir wirklich nur die Trash Mobs umhauen bis zum ersten Boss und dann dementsprechend die Instanz resetten. Ich habe jetzt hier den Loot mal im Inventar gelassen. Die grauen Items habe ich verkauft, das waren irgendwie 400 Gold oder so, was ich hier an Grauloot verkauft habe. Und das sind so die Greens und anderen Sachen, die ich bekommen habe. Ehrlich gesagt, die Greens zähle ich jetzt hier nicht irgendwo als Gold rein, die sind alle jetzt nicht sonderlich viel wert. Man könnte sie ins Aha hauen, vielleicht wird auch das ein oder andere verkauft, aber da lege ich jetzt ehrlich gesagt keinen, ja, übertriebenen Werten, auch die Stoffe, das kann's. Ich werde alles hier beim Händler verticken, was ich hier bekommen habe. Was uns interessiert, sind die Rezepte. Und zwar, es gibt hier BOE-Rezepte und dann gibt es auch Rezepte, die man quasi im Auktionshaus verkaufen kann. Und was haben wir da so? Ich habe jetzt zum Beispiel hier ein Inji-Rezept. Das ist, wir schauen uns natürlich jetzt immer hier den Region Market Value an. Das ist quasi der Preis, der Durchschnitt auf allen EU-Servern, weil es kann sein, dass euer Server relativ teuer oder relativ günstig ist. Deswegen, ich will jetzt auch nicht hier Antonidas als Maßstab nehmen, sondern dementsprechend den Durchschnitt. Hier haben wir einen Durchschnitt von 7600. Das ist auch relativ nah an dem Antonidas-Durchschnitt. Bei dem Rezept sind wir beim Durchschnitt von 24.000. Antonidas ist tatsächlich sogar teurer mit 31.000. Dann sind wir hier beim Durchschnitt von 11.000, da ist Antonidas wieder günstiger mit 29.000. Dann haben wir hier ein Item, das hat einen EU-Durchschnitt von 19.000. Auch hier ist Antonidas komischerweise wieder drüber mit knapp 29k. Und das letzte Item, was ich hier bekommen habe, ist quasi Durchschnitt 11k und auf Antonidas im Schnitt auf 2.900 Gold. Diese Items zusammen sind jetzt aus 9 Runs, die ich gemacht habe und dementsprechend zusammen etwa 80.000 Gold wert. Kleine Randinformation, es kann natürlich ein bisschen dauern, bis ihr das Ganze verkauft kriegt, ja, also das solltet ihr mit einberechnen. Wir machen jetzt hier mal einen Timer an. So, jetzt musste ich kurz niesen, aber hoffentlich habt ihr da jetzt nicht allzu viel gehört. Warte mal, jetzt stoppen wir hier nochmal. Wir machen jetzt hier einen Timer an und ich zeige euch, wie ich quasi einmal laufe. Und zwar als erstes renne ich halt in den Mob rein, was halt schon mal nicht geklappt hat, ziehe den mit. Und dann tagge ich quasi alle Mobs hier mit. Im Schnitt brauche ich so 4 Minuten für den Run. Man kann das sicher auch noch schneller machen. Ich mache es halt so, dass ich wirklich fast jeden Mob tagge. Sprich, ich laufe immer in die Mobs rein. Okay, den habe ich jetzt irgendwie nicht getaggt. Ihr müsst quasi, um diese Mobs hier zu aktivieren, ziemlich reinlaufen, dass sie quasi euch folgen. Und wir laufen jetzt einmal hier komplett durch und pullen alle Mobs zusammen. Es geht teilweise ein bisschen schneller, beziehungsweise ein bisschen langsamer, je nachdem, wo die Pattgruppen stehen. Und teilweise haut ihr auch die Typen um, den müsste ich jetzt eigentlich noch looten. Machen wir jetzt aber nicht. Optimalerweise nehmt ihr ja, keine Bantic-Items rein, die Damage-Effekte auslösen, also die Procken oder auch Trinkets, die Procken nicht reinnehmen. Und was halt auch nicht so gut ist, ist Dornen, was ich jetzt als Druid drin habe, das sollte ich eigentlich auch rausnehmen. Sonst sterben halt auf dem Weg einzelne Mobs, ihr müsst zurücklaufen, sie looten und es kostet halt Zeit und Zeit ist bekanntlich Gold. Genau, den einen Mob nehmen wir jetzt noch mit, das ist schon quasi der erste Pull, also das könnt ihr mit jeglichem Char machen. Ihr habt ja hier diese Loot Scaling und ihr seht, ich kann hier relativ viel Zeug rauslooten, habe tatsächlich jetzt kein Rezept gekriegt. Mal gucken, ob wir hier noch eins rauskriegen. Okay, Set Life, nichts dabei. Okay, das war jetzt quasi der erste Pull und jetzt rennen wir quasi einmal hier nach oben und machen noch das Rundell hier fertig. Jetzt können wir mal gucken, hier oben waren die Sachen, die wir bekommen haben, jetzt nichts Specialiges dabei. Es ist teilweise so, ich hatte teilweise Runs, wo ich zwei Rezepte bekommen habe und dann sind wieder ein, zwei Runs, wo gar kein Rezept drin ist. Aber für den Zeitaufwand, den ihr habt, geht das tatsächlich relativ zügig. Was ich euch auch noch zeigen kann, oh,
Das hat jetzt nicht funktioniert, weil ich im Combat bin. Das kann ich, zeige ich euch danach. Diese Rezepte habe ich halt jetzt angefangen zu farmen, weil ich die Berufs Rezepte alle fertig haben wollte. Und dabei habe ich gesehen, okay, die sind relativ teuer, Maha. Habe mir ein paar gekauft gehabt und dachte mir, okay, vielleicht kann ich mir die auch selber farmen. Und da ich quasi ja mit dem hier nur die Schmiede- und Lederrezepte brauche, kann ich quasi alle, die ich doppelt habe, verkaufen, beziehungsweise kann die anderen halt dementsprechend auch in das Sahara hauen. Und die gibt es halt von den ganzen Craft-Berufen quasi Rezepte. So, da haben wir den Mob noch. Habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben mit 4 Minuten? Jetzt sind wir erst bei 2 Minuten irgendwas. Ich habe einen Run tatsächlich nur mitgestoppt, einen Test-Run. Und da war ich bei knappen 4 Minuten. Vielleicht sind es tatsächlich eher 3 Minuten. Schau, ich habe sogar nach oben übertrieben. Es geht tatsächlich sogar noch einen Ticken schneller. Okay, da haben wir jetzt einen Mob ausgelassen. Die müssen wir noch töten, dann sind wir tatsächlich schon durch. Und dann gibt es noch ein paar kleine Tipps. Okay. Ah, ich habe ein Rezept gekriegt. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt der Vorführeffekt. Okay, und anscheinend sind hier auch ein paar Mobs resettet, aber die werden wir jetzt auch nicht mehr töten. Egal. Na? Ihr dürft anscheinend nicht zu weit hier an den Rand laufen, sonst resetten die Mobs teilweise. Gut, das war's eigentlich. Sogar unter 3 Minuten sind wir durch. Jetzt können wir uns das eine Rezept nur anschauen, das wir da gekriegt haben hier. Das ist auch nochmal Durchschnittspreis 7000 hier EU und ja, Maximum Item Value auf Antonius sind 11 bzw. 10k. Genau. Können wir dann quasi auch noch ins Aha. Und das sind jetzt quasi die 10 Runs. Und dann müssten wir sogar bei knappen, ja, bei 87k in etwa sein. Ist es nett. Wie schnell sich die verkaufen, kann ich euch jetzt nicht sagen. Wahrscheinlich eher nicht so schnell. Also das schnelle Gold macht ihr damit nicht. Was ich euch raten kann, ihr könnt das jetzt auf zweierlei Wegen machen. Wenn, dann lauft ihr einfach raus, resettet draußen und rennt wieder rein. Oder ihr macht das, wie ich das zum Beispiel mache. Ich benutze hier meine Traumwandlung. Dann porte ich mich quasi einmal in die Class Hall. Und wenn ihr sie dann nochmal benutzt, dann seid ihr wieder da, wo ihr vorher wart. Und könnt dementsprechend, ja, steht dann quasi wieder vor der Instanz und könnt dann einfach wieder reinlaufen. Dann müsst ihr nicht den Weg zurücklaufen. Das ist eigentlich wahrscheinlich vom Zeitaufwand ähnlich. Der Vorteil, den ich halt habe, ich bin ja auch noch am Posten für verschiedene Boost-Sachen, die ich verkaufe quasi. Und dann kann ich hier im Handelschannel posten, weil hier ist Handelschannel in der Class Order Hall. Dann kann ich einmal posten, drücke nochmal den Port und bin quasi wieder auf der Insel und kann wieder einen Run machen. Und da ich jetzt so, ja, 3 bzw. 4 Minuten brauche für so einen Durchlauf, kann ich quasi dann alle 3, 4 Minuten im Handelschannel einmal posten und nebenbei noch Transmog farmen. Ihr seht, ich bin jetzt quasi hier wieder, da ist der Instanzeingang. Relativ gechillte Sache. So. Jetzt will ich euch noch eins zeigen, und zwar wie man hierher kommt. Das fragt sich sicher der ein oder andere, der jetzt vielleicht nicht schon in Burning Crusade gespielt hat. Und das wollen wir jetzt noch einmal durchbasteln. Und zwar porte ich mich jetzt nach Boralos. Ich denke mal, wie man von Boralos oder wie man nach Boralos kommt, dürfte jeder wissen, der halbwegs BFA gespielt hat. Selbiges geht natürlich für die Horde auch in Dazalor. Also, wir sind einmal in Boralos. Dann müssen wir jetzt einige Portale benutzen. Und zwar gehen wir natürlich in den Portalraum nach Stormwind. Und ja, ihr seht schon, mein Ladebalken ist relativ lang, weil ich 10 Millionen unnütze Addons drauf habe, aber ich kann mich nicht davon trennen. So, jetzt sind wir hier im Portalraum in Boralos. Dann biegen wir hier ab nach Shatrat oder Shatra, je nachdem, wie man das aussprechen mag. Und wenn wir hier sind, dann müssen wir noch ein Portal benutzen. Und zwar, nee, das ist W-Portal. Ich finde es immer nicht auf Anhieb. Ah, schau mal, da hinten haben wir das Portal nach der Insel Quell der Nass. Und wenn wir da drauf drücken, dann kommt der BC-Ladebalken und wir sind hier oben. Und ihr seht, hier hinten ist die Instanz. Also da müsst ihr dann nicht weit laufen. Genau, das war's eigentlich mit dem kleinen Goldguide. Ja, Gold pro Stunde, wie gesagt, ist hier schwierig. Wenn man jetzt den Try von mir nimmt, brauche ich etwa, wie gesagt, 4 Minuten. Habe jetzt über 80.000, 85, 86, 87.000 innerhalb von 40 Minuten gemacht. Also theoretisch könnte man hier sogar sagen, dass es 100k die Stunde bringen würde. Es sind halt Rezepte und die sellen nicht sonderlich schnell. Ne? Also mit Vorsicht zu genießen, aber so für zwischendrin ist es, denke ich mal, ein ganz netter Farm. Okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euch, bis zum nächsten Mal. Ciao.